Hi und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal, den DJ Bros. Mein Name ist Sebastian, aka DJ Lee von den Spinning Agents. Und wir haben uns vor ein paar Jahren einen richtig geilen Turntable gekauft. Welcher das ist, das sage ich euch jetzt. Und zwar handelt es sich um den Omnitronic DD5220L. Cooler Plattenspieler, er ist schon ab 350 Euro zu haben, macht in der Bettelstellung eine sehr gute Figur, hat zwei Start- und Stoppknöpfe und ihr könnt die Geschwindigkeit zwischen 33, 45 und 78 Umdrehungen die Minute einstellen. Der hochwertige schwarze Kunststoff und der geschwungene S-Tonarm lassen den Omnitronic auch im Club wirklich gut aussehen. Habe ihn schon bei zahlreichen Events dabei gehabt und die Verarbeitung ist wirklich hochwertig. Nur der Tonarm ist nicht ganz so hochwertig wie bei einem Technics oder bei einem Pioneer, ist aber weit davon entfernt, wirklich schon zu sein. Also trotzdem wirklich gute Verarbeitung. Der Tonarm ist höhenverstellbar und es gibt ein einstellbares Anti-Skating. Eigentlich alles so, wie man es auch ein bisschen von den Technics oder dem Pioneer PLX 500K, dem inoffiziellen Technics 1210er Nachfolger kennt. Produzenten, die vom Platte samplen, wird es gefallen, dass man zwischen Phono- und Line-Ausgang bei dem Omnitronic hin und her schalten kann. Und selbstverständlich kann man den Turntable auch an der Seite an- und ausschalten. Für den Audio-Ausgang hat Omnitronic Cinch-Winkelstecker am Start, die wirklich sehr, sehr gut sind und beim mehrmaligen Gebrauch auch nicht gleich kaputt gehen. Kommen wir aber zum Direktantrieb. Das ist wirklich das Herzstück des Turntables. Und was soll ich sagen, der geht ab wie Schmitz Katze. Der quarzgesteuerte Pitchlock hält den Turntable auf der Nullstellung. Will man aber trotzdem mal Gas geben, dann ist der Pitch zwischen plus minus 10%, plus minus 20% und wenn man die beiden Button drückt, plus minus 50% regelbar. Das sollte wirklich auch dem krassesten Hardcore-Turntablist reichen. Yo, der Omnitronic hat auch noch einen Reverse-Button und man kann den Break einstellen. Das ist so ungefähr wie wenn man beim Technics am On-Off-Rädchen dreht und die Platte wird einfach langsamer. Ebenfalls kann man den Start der Platte verlangsamen, indem man einfach an dem Starträdchen dreht und schon läuft die Platte langsamer an. Ein kleines LED-Aufstecklämpchen hat er ebenfalls. Dieses geht nicht so schnell kaputt wie bei den Technics zum Beispiel, kann aber schnell verloren werden. Ein Headshell-System ist ebenfalls im Lieferumfang dabei, hiermit kannst du alle möglichen Nadeln befestigen. Unser Fazit zum Omnitronic DD5220L ist, holt ihn euch jetzt. Es ist wirklich ein super, super guter Turntable. Wir haben den jahrelang schon im Einsatz, ich habe ihn allein schon 2,5 Jahre im Einsatz. Bei Festivals, bei Clubauftritten, an Bars, ich habe ihn schon im Regen gespielt, also wirklich tolle, tolle Turntables. Super ist der Anzug, dieser Ultra Torque, das ist wirklich eine tolle Sache, wirklich super schnell, da kann kein 1210er mithalten. Klar, die Dinger sind auch schon etwas älter. Hat keinen Schnickschnack dabei, den man nicht braucht. Was cool ist, ist der Pitch, plus 10, minus 10, plus 20, plus 50, das geht richtig ab. Was auch cool ist, dass man den Break und den Start hier einstellen kann, also wirklich ein tolles Gerät. Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen. Ich habe ihn mir vor 2,5 Jahren geholt und würde ihn mir in jeder Zeit wiederholen. So geht es auch meinem DJ-Kumpel DJ John Chef, der vielleicht hier auch noch das eine oder andere Wort drüber sagen kann. Ja, holt ihn euch. Wir haben uns gedacht, wir verlinken euch das Ganze nochmal unten, wo ihr den am besten bekommt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einfach einen Daumen nach oben da. Mit welchem Turntable legt ihr so auf? Vielleicht könnt ihr uns das auch noch kurz in die Kommentare schreiben. Soweit war es das von uns. Danke fürs Zuschauen und ciao von den DJ Bros.